Heute fährt seit langem wieder ein Dampfzug in unserer Heimat nach Altenberg. Und dann gleich mit zwei Loks. Zuglok ist die WFL 528131 und Vorspann leistet 503648 vom SEM. Und nun genießen wir es.
Geschafft. Auch mit zwei leistungsstarken Lokomotiven ist die ständige Steigung nicht ohne. Umso erstaunlicher ist, dass die Loks ohne Wassernehmen auskommen und gleich für die Rückfahrt bereitgestellt werden. Am Huthaus in Bernstein warten wir auf die Rückfahrt.
Von Mühlbach bis Wesenstein begleiten wir den Dampfzug im Auto. Die sonntägliche Nachmittagsattraktion ist die Parallelfahrt durch das Elbtal bis nach Pirna und die Fahrt der vereinigten Züge nach Děčín. Auf dem linken Gleis in Fahrtrichtung fährt die Glauchauer 35/10/97 und rechts ziehen die Luxemburger CFL 55/19 und die 52/80/79 von Dampf Plus. Nachgeschoben wird von 118/552 der ITL. Ja.
Pirna zieht die 35-10-97 den vereinigten Zug. Im BW lassen wir das wunderbare Dampfwochenende ausklingen. Eine so große Anzahl an betriebsfähigen und nicht betriebsfähigen Lokomotiven, die enorme Zahl von Sonderzugfahrten im Dresdner Raum, alles mit sehr viel Liebe und Sachverstand organisiert, konnte man beim 9. Dresdner Dampfloktreffen erleben. Lokomotiven aus ganz Deutschland und als Stargast die luxemburgische 42er, die CFL 5519 sowie ein ganzer Lokzug aus Tschechien waren zu sehen. Hut ab und ein großes Dankeschön den Veranstaltern und Mitwirkenden. Wir freuen uns schon auf das 10. Dresdner Dampfloktreffen. Vorsicht, hier die Scheibe dreht, gehen Sie bitte bis hinter die gelbe Linie hier an der Drehscheibe zurück, nicht dass Sie uns beim Drehen in die Scheibe stürzen. Wir können mit der Drehscheibe auch nicht so schnell bremsen. Die hat kein ABS.